Die Mutter Gottes hatte vorausgesagt, dass verschiedene Nationen in diesem Krieg ausgelöscht werden. Doch das sollte sich so nicht bewahrheiten. Dabei wird oft vergessen, dass sie gesagt hat, wenn meine Botschaft nicht befolgt wird, dann geschieht das und das. Die heilige Schwester Faustina Kowalska beispielsweise hat die Stimme des Herrn vernommen, der zu ihr sagte, wären ihre Gebete nicht gewesen, wäre Polen vernichtet worden. Offenbar haben die Gebete der heiligen Faustina also ausgereicht, um Polen vor der Vernichtung zu bewahren.